Schönen guten Tag. Muss ich jetzt überhaupt GEZ-Gebühren bezahlen? Also, ich muss zugeben, auch ich bin genervt, wenn ich dann plötzlich sehe, dass mir vom Konto wieder, keine Ahnung, alle 3 Monate 55 Euro, also übers Jahr gerechnet über 200 Euro GEZ-Gebühren abgezogen werden oder wie es ja jetzt eigentlich heißt, Rundfunkgebühren. Zumal ich überhaupt keine öffentlich-rechtlichen Sender gucke. Ich gucke ehrlich gesagt überhaupt kein Fernsehen. Wenn ich dann mal was gucke, dann streame ich vielleicht irgendeinen Film. Aber das normale Fernsehprogramm kann ich mir mittlerweile ehrlich gesagt nicht mehr angucken. Egal was da läuft, da ist nichts für mich dabei. Eine Trash-TV-Serie jagt die nächste. Und das ist zum Teil echt Fremdschämen. Ich kann mich noch daran erinnern, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich weiß nicht, ob ich darüber schon mal ein Video gemacht habe. Da überkam es mich und ich wollte mal ganz spontan einfach den Fernseher anmachen, auf die Couch legen und fünfe gerade sein lassen. Und dann lief da wieder irgend so eine Talentshow. Ich glaube, da war sogar Dieter Bohlen dabei. So, und da hat doch tatsächlich jemand auf dem Rücken liegend mit runtergelassener Hose die Kamera genau auf die, ne, Rosanna gerichtet, Kerzen ausgefurzt. Mhm. Ich glaube, der hieß Methanman. So, jedenfalls habe ich mich natürlich auch gefragt, warum ich eigentlich für etwas bezahlen soll, was ich überhaupt nicht nutze. Das ist unfair. Allerdings bin ich immer davon ausgegangen, es gibt nur 2 Programme, ARD und ZDF. Aber in Wirklichkeit gibt es ja insgesamt über 22 Fernsehsender und 67 Radiosender und darüber hinaus noch unheimlich viele Online-Plattformen, die ich jetzt hier alle gar nicht aufzählen kann. Aber eben alles öffentlich-rechtlich. Wusste ich nicht. Letztendlich auch egal, die gucke ich auch nicht. Aber wie dem auch sei, die gesetzliche Grundlage für die Erhebung dieser Rundfunkgebühren finden sich im Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. So, der Rundfunkbeitrag, also die GEZ-Gebühren, muss von jedem Haushalt bezahlt werden. So steht es in § 2 Absatz 1 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages drin. Das heißt, dass im privaten Bereich diese Beiträge für jede Wohnung gezahlt werden müssen. Ganz gleich, wie viele Personen dort leben. Das war im Übrigen, ich glaube, in der Vergangenheit mal anders, da ging es nach der Personenanzahl. Aber es gibt natürlich auch für einige Personen die Möglichkeit, sich von diesen Beiträgen komplett befreien zu lassen. Die müssen dann gar nichts bezahlen. Das gilt aber nur für zum Beispiel Empfänger von Sozialleistungen, Arbeitslosengeld 2, BAföG, Grundsicherung oder wer zum Beispiel Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezieht. Für Sehbehinderte und Hörgeschädigte besteht im Übrigen die Möglichkeit, auf Antrag eine Ermäßigung des Rundfunkbeitrages auf 1/3 zu beantragen. Aber all diese Begünstigung bekommt man natürlich nur auf Antrag. Da passiert also von selbst gar nichts. Wer jetzt aber in einer dieser Kategorien fällt, eine Zahlungsaufforderung bekommt und dann nicht bezahlt, weil er meint, dass er ja ohnehin nicht zahlen muss, weil er in eine dieser Gruppen fällt, der könnte große Probleme bekommen. Aber dazu später. Das Ganze gilt übrigens nicht nur im privaten Bereich. Auch Betriebsstätten müssen grundsätzlich Rundfunkbeiträge bezahlen. Hier wird sogar nach der Zahl der Beschäftigten innerhalb einer Betriebsstätte bemessen. Das wird dann irgendwie anteilig gerechnet. So, wer der Landesrundfunkanstalt, so heißen die, jetzt für den Rundfunkbeitrag eine Kontoeinzugsermächtigung erteilt, der braucht sich natürlich erstmal keine Gedanken machen, der braucht sich nicht darum kümmern, das lübt dann sozusagen alles von selbst. Die werden das auf jeden Fall nicht vergessen und das Geld auf jeden Fall einziehen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Ihr solltet natürlich nur für eine ausreichende Kontodeckung sorgen. Ansonsten kommen nachher noch Rücklastschriften dazu und die gehen zu euren Lasten, logischerweise. Ansonsten kann der Rundfunkbeitrag vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich im Voraus auch selbst überwiesen werden. Hier ist aber natürlich das Problem, dass man es dann auch schon mal vergessen kann. Und das ist erstmal nicht ganz so schlimm. Man kann dann wohl innerhalb von 4 Wochen den Beitrag nachträglich bezahlen. Dann entstehen wohl auch keine Mehrkosten. Wer das aber nicht innerhalb dieser 4 Wochen erledigt, der bekommt eine Zahlungsaufforderung, in der dann zusätzlich noch ein sogenannter Säumniszuschlag bezahlt werden muss. Kennt man ja vom Finanzamt. Ne? In der Regel beträgt dieser Säumniszuschlag 1% des geschuldeten Beitrages, mindestens aber, jetzt kommt's, 8 Euro. Also ein relativ teurer Spaß. Aber was passiert jetzt eigentlich, wenn man sich weigert, die Rundfunkbeiträge zu bezahlen? Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, wer sich weigert, auf eine Zahlungsaufforderung zu bezahlen, muss mit einem sogenannten Festsetzungsbescheid rechnen. Hierin sind alle offenen Forderungen zuzüglich der eben genannten Säumniszuschläge verwaltungsrechtlich festgesetzt. Das können die selbst.
Und dieser Festsetzungsbescheid ist dann letztendlich die gesetzliche Grundlage für die Zwangsvollstreckung. Stichwort Gerichtsvollziehung. Wird der geschuldete Beitrag jetzt aber selbst nach dem Erlass des Festsetzungsbescheides nicht bezahlt und gegen diesen Festsetzungsbescheid jetzt aber auch nicht innerhalb einer Frist von 4 Wochen schriftlich Widerspruch eingelegt, der muss mit erheblichen Vollstreckungsmaßnahmen und zusätzlich noch weiteren Strafen rechnen. Hierzu gehört zum Beispiel die Kontofändung, die Lohnfändung, aber auch zum Beispiel die Fändung einer Lebensversicherung oder zumindest der Anspruch darauf. Und wenn der Gerichtsvollzieher erstmal vor der Tür steht, und darüber habe ich glaube ich auch schon mal ein Video gemacht, dann kann der zum Beispiel auch die Wohnung nach fändbaren Wertsachen oder Bargeld durchsuchen. So. Wer den Gerichtsvollzieher jetzt nicht reinlässt, der muss damit rechnen, dass der dann später wiederkommt, und zwar mit der Polizei. Und dann geht der ganze Spaß von vorne los, nur mit dem Polizisten. Keine schöne Sache. Neben diesen zwangsvollstreckungsgerichtlichen Maßnahmen droht dem Zahlungsverweigerer zusätzlich noch eine Ordnungswidrigkeitenverfahren. Wer nämlich fahrlässig oder vorsätzlich den fälligen Rundfunkbeitrag nicht bezahlt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Und wie ihr wisst, werden Ordnungswidrigkeiten in der Regel mit Geldbußen geahndet. Hier könnte dann schon mal eine Geldbuße von bis zu 1.000 Euro fällig werden. Also ihr seht schon, insgesamt echt eine blöde Situation. Und wer jetzt ganz hartnäckig ist und auch diese Geldbuße nicht bezahlt, der muss mit Beugehaft rechnen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Jeder, der nicht in die eben genannten Personengruppen fällt und sich nicht auf Antrag von den Beiträgen befreien lässt, der muss, ob er will oder nicht, diese Rundfunkbeiträge bezahlen. Tja, was soll ich sagen? Dumm gelaufen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, Muckgut.